grundsätzlich beginnt der Tag für uns 2 Stunden, 2,5 Stunden vor dem Training. Wir bestellen uns dann Spieler ein, haben eventuell Jungs, die mit neuen Problemen kommen, die wissen, zu welcher Zeit sie zu kommen haben, beziehungsweise wenn sich Dinge anbahnen vom Vortag, haben wir die genau dann zu dem Zeitpunkt eben bei uns, evaluieren das Ganze, schätzen das Ganze ein, gemeinsam mit dem Clemens, unserem Mannschaftsarzt, und dem Johannes Tiendl als Reha-Trainer. Wir bilden da so ein Dreigestirn, was sozusagen dann ans Trainerteam herantritt und Empfehlungen ausspricht. Wir sind schon sehr breit aufgestellt. Also es gibt halt keine klassischen Spezialisten bei uns, sondern wir sind halt, dass jeder eigentlich alles bedienen kann. Jeder hat eine große Kiste, aus der er greifen kann, arbeiten kann. Ja, Hauptsache die Jungs sind rundum top versorgt. Also ja. Danach geht es in die klassische Vorbereitung. Wir mobilisieren die Jungs, dass sie möglichst uneingeschränkt auf den Platz gehen können, tapen sie, versorgen sie mit anderen Dingen, die benötigt werden, Blasenpflaster, Kleinigkeiten. Ja, also ich glaube, jeder Spieler hat so allgemein immer für sich so sein Ritual, seinen Ablauf mit Trainingsvorbereitung und sowas. Von daher, für mich ist es sehr wichtig, mich vor dem Training mobilisieren zu lassen. Gibt dir einfach ein gutes Gefühl. Und ich glaube aber in der Vorbereitung, wo die Einheiten doch ein bisschen länger, knackiger sind, auch mehr Einheiten gefahren werden. Ich glaube, dass das schon viele Spieler in Anspruch nehmen und denen das auch hilft. Ja, ich glaube schon, das sieht man immer so gar nicht, aber sie sind schon ein sehr, sehr wichtiger Teil dafür, dass man auf dem Platz dann auch performen kann. Was macht so ein Physio eigentlich während des Trainings? Im Prinzip nur schauen, dass alle gesund und munter bleiben und so ein bisschen die Abläufe mit unterstützen. Bälle holen, Getränke auffüllen und wenn irgendwelche Dinge sind, wie zum Beispiel heute bei Jamie, dass sich ein Tape am Fuß löst, dann machen wir es halt neu. Aber ansonsten wirklich nur zusehen, dass alles läuft und wenn irgendjemand Probleme hat, schnell dafür zu sorgen, dass der Spieler weiter trainieren kann. Ich würde sagen, es ist schon nochmal deutlich intensiver. Das heißt also, wir sind ja ähnlich wie in der alten Försterei ab morgens eigentlich am Arbeiten, Trainingsvorbereitung, während des Trainings auch immer dabei. Aber ich glaube, nach dem Training ist es schon nochmal was anderes. Normalerweise bereiten die Spieler sich nach, gehen duschen, machen Pflege, gehen dann nach Hause. Hier ist es logischerweise anders. Das heißt, sie haben den ganzen Nachmittag Zeit, ganzen Abend Zeit, lassen sich pflegen, müssen sich pflegen lassen nach den harten Trainingseinheiten. Und deswegen würde ich schon sagen, es ist für uns nochmal intensiver. Aber auch schön, ja, mit den Jungs auch ein bisschen Zeit zu verbringen, ein bisschen Scherze zu machen, gehört dazu. Nach dem Training geht es eigentlich direkt in die gleiche Struktur wie vor dem Training. Also wir haben eine Evaluation dessen, was passiert ist, besprechen das Ganze, planen den restlichen Tag und das ist ein kontinuierlicher Prozess, der genau ständig so weiterläuft bis spät in den Abend. Sven, ich habe eine Frage. Was ist weiß und rollt den Berg hinauf? Richtig, eine Lawine mit Heimweh. Danke dafür. Auf meinem nächsten Foto, wo ich den Buch verliere.